Oh, ich habe das hier rumgestellt. Ups. Kein Wunder. Vielleicht sollte ich das nicht in der Aufnahme machen. Ah ja, jetzt funktioniert's. Irgendwann kackt alles ab. Ja. Boah, das sieht auch schon cool aus. Das Licht hier reinfällt. Okay, ich sollte das lassen, glaube ich. Moment mal, was mache ich denn hier eigentlich? Bin ich eigentlich blöd? Ich habe viel zu viel Erde abgebaut. Verdammt, alles wieder hinmachen. Boah, die Effekte sind schon echt cool. Hier draußen fällt das Licht auf diese Steinwand. Und von der Steinwand fällt es dann hier rein ins Haus. Und dann fällt hier so ein Schatten im Haus. Weil ja. Die Steinwand draußen leuchtet. Das ist richtig cool. Das ist immer das Problem. Wenn ich diese Lichteffekte sehe, denke ich, Mann, das müssen wir spielen. Aber dann haben wir kein 4K mehr. Ja, und ich finde die Farben auch irgendwie bei dem Shader hier schöner. Haben wir eigentlich noch Eichenstämme? Ich glaube nicht, die haben wir. Wir haben für die Brücke haben wir die letzten verwendet. Ich stell mal den Check. Da muss ich jetzt mal ein paar Eichenbäume machen. Ja, die brauchen wir ja für den Weg. Das ist ja der Wegrand. Oh. Oh, ja, und jetzt regnet es auch noch. Pünktlich, wo ich einen Shader umgestellt habe, sieht es auch noch hässlich aus. Ja. Toll. Warte mal. Stopp. Ich? Ja, du. Wieso? Wir wollten den Weg verlegen. Wollten wir das? Ja, um ein paar Blöcke nach hier, dass der, ja, weil stimmt. Der hier an der Hauswand anstößt. Ja, stimmt, ja. Aber jetzt ist ja noch nicht so viel Arbeit getan, das geht. Ja. Kann man schlafen? Nee. Kein Thunderstorm. Bei einem Thunderstorm regnet's Fische. Genau. Dann gibt's gratis Essen. Das heißt regnen, die fliegen da rum. Das ist ja schon ein Sturm. Wie breit ist das? 3 und dann 2 außen. Ja. So, so. Nee. 1, 2, 3, 4, doch so. Mann, warum muss es denn regnen? Tja. Deinen Teller nicht leer gegessen gestern, deswegen. Genau. So, wo soll denn der Weg dann sein? So wie ich es jetzt hier gegraben habe, außen ja. Dann die und dann so, hier, das ist die Mitte. Das hier kann dann also weg. Genau. Ich hole mir mal ein bisschen Cobblestone und den kann ich ja schon mal reinbauen. Das ist die richtige Spitze, ja. Dann habe ich hier, glaube ich, Bäume gefällt, die gar nicht hätten gefällt werden müssen. Das macht nichts. Bäume fällen schon mal gut. Da kommt kommen einfach neue Setzlinge hin und fertig. Genau. Oh, das war zu viel. Das war 1 zu viel. Ups. Aha. Nichts passiert. Das ist aber unnötig. Das mache ich aber so. Das war auch vorher okay. So. Ach so. Ja, dann ist es nicht unnötig. Jetzt wird's dunkel langsam. Zum Glück.
endlich. Oh ja. Oh ja. Die Frage ist, wie machen wir es denn eigentlich hier beim Haus? Soll da so ein bisschen so ein Platz hinkommen? Ja, würde ich schon machen. Dann haben wir halt doch keinen Vorgarten. Sondern einen Steinplatz vor dem Garten. Ja. Aber hier hat man ja noch Grasfläche und hinten hinter dem anderen, da wo der Zaubertisch stand, da haben wir auf jeden Fall noch einen Garten. Ja. Da schneit es zwar immer ein bisschen rein, aber das macht nichts. Ach, ein bisschen Schnee im Garten. Und nur im Garten. Da kann man dann mal so spontan, wenn man Lust hat, irgendwie einen Schneemann zu bauen, dann muss man einfach nur in den Garten gehen, auch im Sommer. Genau. Das ist doch auch was. Na ja. Guck mal, waren die Dinger so? Ich glaube schon. Ja, oder? Ja. So waren die. Ja, ja. Da waren aber noch die ganzen Bäumchen drauf. Oh je, ja, die habe ich alle noch. Ah. Oder? Ja, doch hier und hier. Ich pflanze mal. Wie groß soll dieser Platz werden? Ach, was weiß ich. Ich pflanze lieber keinen Baum hier, sonst. Das sieht komisch aus. Vielleicht doch einfach so oder einfach so. Dann ist es aber nicht symmetrisch. Das geht gar nicht. Weiß nicht. So ist es okay. Dann ist es symmetrisch und dann geht's. Es müssen halt überall. Hast du noch Stämme? Wenige. 14. Ja. Tja. Haben wir Knochenmehl? Wir haben zwei Knochen. Ein bisschen, ja. Und noch einen. Und noch 10. Das, und noch damit mal 3 Knochenmehl. Damit lässt sich definitiv arbeiten. Und hier sind nur eine, das sind Federn. Ich dachte gerade schon 63 Knochenmehl. Warte, ich bringe dir mal noch meine Setzlinge, die ich habe. Nämlich 3. Ah, das reicht. Schaufel ist auch bald weg. Hinüber. Das sind alles so niedrige Bäume, die mache ich alle weg. Da müssen große Bäume hin. Wo? Neben dem Weg hier. Achso. Hier kann zum Beispiel noch einen Baum hin, oder? Ja. Genau, der hier muss auch weg. Hast du mir alle Setzlinge gegeben, die du hattest? Ja. Dann hast du aber nicht mehr alle. Wie? Weil in diesen Blumentöpfen standen ja richtig viele drin. Ach so, ja, die habe ich da wieder reingemacht. In die Blumentöpfe? Ja. Ach, gibt's die wieder? Ja. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt habe ich hier aber noch mehr Setzlinge. Die waren ja eher so ein Gag. Aber von mir aus können die auch stehen. Ja, schon noch ein paar Setzlinge, oder? Wo sind sie? Hier. Das hat perfekt gereicht. Ne, da hinten brauche ich ja noch voll viel. Ja gut, ja, aber das will ich ja jetzt nicht holen, das Holz. Doch. Ich wollte ja nur kurz dieses Ding hier. Bis es knapp. Ja gut, lang dauert das, ne? Ja. Wir müssen halt hier hinten dann irgendwie den Weg eh ein bisschen umändern. Deswegen, ja. Ich mache den Weg jetzt mal nur bis hier. Und den Rest müssen wir dann wann anders machen. Mal uns angucken, wie wir das machen wollen. Aha. Ja. Hast du noch einen Setzling? Also wenn du noch einen Setzling rausbekommst, den brauche ich dann auch. Ah, danke. Ich habe noch 23. Oh, so viel brauche ich nicht.
Oh, das war's mit Knochenmehl. Ah. Habe 19 Stämme. Na, wenn sich das nicht gelohnt hat. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nur so lang, wie die Steine sind, ja. Und wie wir es hier den Weg dann machen, das sehen wir dann. Der muss ja da ein bisschen ums Eck. Wir bauen einfach noch eine Brücke. Da über die, die nur so ein paar Blöcke hoch ist. Nein. Aber ich habe es tatsächlich aber wirklich schon, ich habe es aber wirklich schon überlegt. Einfach hier eine Brücke so rüber und dann, oder was? Ja, und dann im 90 Grad rüber zu den Kühen. Ja, das wäre halt am einfachsten, aber nicht am schönsten. Ich weiß nicht, dann haben wir so eine kleine Brücke, die Bäume kann man wegmachen. Oh, hier geht's in eine Höhle runter. Aber wenn der Weg sich so am Berg entlang schlängeln würde, das wäre schon cool. Ja, das ist, ja, ja. Oder wir machen einfach, dass der Weg halt nur so breit ist, wie es hier gerade ausgeht, und dann wird er hier halt enger und kleiner, weil es halt so ein Bergweg dann wird. Den würde ich hier oder schon so Bergweg, aber dann so, weißt du, an einer Seite den Berg abschneiden, dass es wie so eine Kante ist. Aber das ist dann was für nächste Woche. Oder so. Ja. Ich glaube, jetzt sind wir ja soweit auch mit allen Aktivitäten gerade fertig. Und dann passt's auch. Ja. Irgendwann kommt hier noch hohes Gras hin. Ich habe das jetzt gerade wieder abgerissen, weil das habe ich nur aus Versehen dran gemacht. Das kommt wieder. Mach gerade hier, wenn hier aufgeräumt ist. Die in der Luft schillenden Blätter weg vom anderen Baum, die noch mit dem Baum verbunden sind, der noch da ist. Das ja, ich nehme das wie oben. Hier ist das Gras andersfarbig. Oha. Deswegen fällt hier auch Schnee. Das ist nämlich hier. Was ist das? Bin ich jetzt blind? Was steht's denn? Grove. Was ist denn Grove? Ein Mangrovenwald. Nee. Schade. Das Grove, ist die Grove Street aus GTA San Andreas. Genau. Da fällt Schnee und das andere ist Forest. Da fällt kein Schnee. Okay. Ja. Was noch fehlt, das sind die die Blumencachen hier oben. Aber das können wir. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 2,5 Minuten. Ah, es geht. Notfalls, das geht. Wird wieder überzogen. Nein, letztes Mal haben wir gar nicht überzogen. Das stimmt. Letztes Mal haben wir auf die Minute genau gar nicht überzogen. Ja. So. Balltüren habe ich nimmer wirklich viele. Da muss ich noch welche machen. So. Das sieht doch jetzt schon mal gut aus fürs Erste. Hab ich noch Fichten? Ja. Jetzt gucke ich mal. Ganz viele einfach. Deko kann man immer gebrauchen und wie wir wissen, Fichtenfalltüren sind ein sehr gutes Deko-Element. Mhm. Da kann man auch gut und gerne mal übertreiben. Ja. Und eine ganze Grillhütte draus bauen. Ja, da sehe ich kein Problem. Jetzt ist die Frage, sieht das gut aus? Weil hier scheint der Grasstreifen. Das Fenster müsste, eigentlich müsste das Fenster breiter sein, weil guck dir das mal an, das ist jetzt ja gar nicht mittig. Doch. Deswegen. Das sieht nur nicht mittig aus. Ach so, von dem Weg. Vom Weg ist nicht mittig. Wie wäre es, wenn wir den Weg einfach nicht so machen, sondern... Oh je, wenn ich damit jetzt anfange, überziehe mal gewaltig. Guck mal, wie wär's, wenn wir den Weg nicht hier enden lassen, sondern wirklich hier? Dass der Weg quasi in einem T endet und hier gehen einfach zwei Blöcke breit zur Türe und hier geht's zwei Blöcke breit hier in den Vorgarten und dann ist so ein Vorgartenweg. Problem gelöst. Jetzt ist das Fenster das da oben halt. Doch, guck mal, ja, wenn man das mal von innen jetzt an. Wenn du den. Von innen sieht es bestimmt okay aus. Oh ja, stimmt, tatsächlich. Ja. Ja, das, ja, dann. Wenn du den Zaun als Block siehst, dann ist es tatsächlich mittig. Ja. Guck mal, ja. Das geht doch. Man muss es ja, da oben aber auch mittig, weil das geht jetzt gar nicht. Ja, das stimmt. Wo ist denn haben wir eigentlich irgendwo Fackeln oder so? Ich habe gar keine mehr. Hier sind ein Stack und 26. Wo? Die nehme ich. Ah. Hm.
Hast du eigentlich mal geguckt, ist das maximal ausgeleuchtet hier drin, oder? Ich leuchte oben hängt eine Spinne an der Decke. Also nein. Ja, also oben bestimmt nicht, da wo man halt, Gut, da, aber es ist halt wichtig, dass hier kein Creeper drin spawnt. Der Rest ist eigentlich egal. Naja, da oben auf dem, guck mal, der Vorsprung halt, ne? Oh, stimmt. Ah ja, der da ist neulich sogar mal einer runtergefallen in der vorletzten Aufnahme oder so. Oh. Das ist eher schlecht. Mhm, zum Glück habe ich ihn gehört. Soll mal schlafen? Ich liege im Bett. Dann habe ich ja wohl keine Wahl. Ja. Okay. So, sind wir fertig? Nee. Hier fehlen noch die Falltüren. Ja. Machst du nicht von oben dran? Ja, ich hab's aus Versehen mal von oben gemacht und dann war's mir egal. Wenn sie am Boden sind, dann baue ich sie auf dem Boden, aber hier oben. Ja. Ich mach die eigentlich immer von unten dran. Ich normal auch, aber da habe ich jetzt so und dann war's mir egal. So. Warte mal. Was denn? Also. Da muss jetzt schon noch ein bisschen. Ne? 1, 2, 3. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das sind alle Blumen, die wir haben. Oh, wow. Tja. Werden die jetzt alle so klein? Das ist ja schief. Kommen die ganzen Kisten nicht eh irgendwann demnächst rein? Ja, irgendwann. Bis dahin kann das hier stehen. Okay. Ich habe nämlich vorhin das Banner im alten Haus gefunden und dachte mir, wenn jetzt unten schon eine Einzeltruhe als Erweiterung gemacht wird, dann kann man es auch vollständig durchziehen. Aha. So. Vollständig durchziehen sollten wir aber nicht mit der Aufnahmelänge. Ja. Deswegen würde ich sagen, das reicht für heute. Ja. Das sieht doch schön aus. Ich mache noch einen Screenshot für Thumbnail. Ja, mach das. Und schön weit hier so. Aber irgendwie sieht das nicht gerade schön aus. Hier drin oder was? Nein, aus der Perspektive, weil ich das so von unten gemacht habe, von der Brücke aus. Ich mache von hier eins so. Warte. Gut. Also dann gut. Bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ja, hier oben ist ein Creeper. Oha. Das geht nicht. Und der sieht uns nicht, dass der was sprengt. Wir gehen einfach ganz schnell. Ich will den abschießen mit meinem Pfeil im Bogen. Oh Mist. Jetzt ist er weg. Ne, da oben steht er. Ah ja. Hab ich den nicht getroffen? Ich glaube, ich habe daneben geschossen. Doch, ich glaube schon. Ah. Jetzt ist schon tot. Meins. Gut. Jetzt aber endgültig. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.